geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Daily Vlog von mir Nummer 3. Wir sind gerade auf dem Weg zum Schnorcheln. Yes, das Wetter ist nicht so geil. Aber nee, die Sonne scheint irgendwie gar nicht, aber es wird nice. Ich habe extra eine GoPro mitgenommen, damit ich auch unter Wasser mitfilmen kann. Wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr nice. Wir waren gerade eben noch frühstücken. Ich wollte heute Morgen eigentlich Sport machen und wir wollten heute Morgen um 5:30 Bilder machen. Aber rate mal, wer mal wieder im Bett lag. Ja. Ja, hab ich heute Morgen noch aus dem Bett gezogen. Also ich war um 8:30 wach. Das geht auch noch. So, hier kann man das noch sehen. Die Sonne scheint leider nicht so krass, aber wir werden auch richtige Unterwasserfotos machen mit dieser fetten Unterwasserkamera, die ich euch gestern gezeigt habe. Ja, Mann, die ist wild. Ja. Ist krank. So, Leute, es geht los. Wir werden jetzt hier gedroppt. Hier werden wir gedroppt. Da hinten können wir schwimmen. Ich hab Bock. Ich bin bereit. Sind alle bereit? Lieber, bist du bereit? Ja, yes. Zu verlieren. Wir sind jetzt wieder back und rate mal, wer meine GoPro verloren hat. Junge, ich habe ihm die ganz kurz gegeben. Frag ihn. Ja, gib mir meine GoPro. Welche GoPro? Diese GoPro. War das diese GoPro? Ja, genau die GoPro. Ja, jetzt muss ich mir eine neue kaufen. Oh mein Gott, ja! Oh, oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute, wir sind wieder weg. Ihr habt gerade die Aufnahmen gesehen. Wir haben so verdammt viele Unterwassertiere heute gesehen. So viele verschiedene Fische. Haie haben wir gesehen, eine Schildkröte haben wir gesehen. Ich weiß nicht genau, ob ich das gefilmt habe. Wir machen uns jetzt ein bisschen fertig, denn gleich gibt's Mittagessen. Fällt euch was auf? Irgendwas fehlt hier. Irgendwas fehlt hier. Ah, der Akku, der fehlt. Ja, der ja, Akku. Genau. Der stimmt, Akku. Der Akku. Stimmt. Du hast ihn vergessen einfach. Zum Glück habe ich die ganzen Daten schon auf mein MacBook gezogen, aber zum Glück haben wir auch noch eine GoPro hier. Ich habe trotzdem mal gefragt, ob die hier eine GoPro verkaufen. Muss ich dann eventuell eine neue kaufen? Aber egal, Leute. Ich hätte die, glaube ich, sowieso irgendwann verloren gemacht. Oh mein Gott, kann ich einmal deine... Nein, eine 5 cm, meine Nippel. Hey, er hat aber Waffen an den Nippeln. Die sind richtig rot. Tun so weh, ne? Lecker. Yes. So sieht unser Mittagessen aus. Ich hab schon wieder Burger. Ich glaube, ich werde fett. Freunde, wir haben uns dazu entschlossen, ein wenig Sport zu machen bei dieser Hitze. Ist das eine gute Idee, Dima? Hey! Oh oh. Auch nicht. Oh, der ist viel besser. Also ich würde sagen, Basketball ist nichts für mich, weil ich habe bis jetzt nur einen Korb getroffen. Und wie fühlst du dich so? Alter. Oha. Mein T-Shirt ist jetzt schon nass und hier, boah. Aber Jan ist am meisten nass. Hä? Nein. Das ist Wasser. Nein. Du bist aus dem Meer. Es war ein bisschen auf dem Basketballplatz, aber man macht doch nichts anderes, als an einem heißen Tag Sport zu machen. Let's go. Leute, es ist auch schon wieder der nächste Tag und wir gehen jetzt Jetski fahren. Ich bin noch nie mal im ganzen Leben Jetski gefahren. By the way, ich habe übelsten Sonnenbrand bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da ist einfach alles rot und es brennt so krass. Aber Leute, ich würde sagen, let's go. Freunde, hier werden wir gleich Jetski fahren. Ich komme immer noch nicht auf das Wasser klar. Es ist so unfassbar blau, so unfassbar sauber. Ich habe einen richtig fetten Mückenstich auf meinem Bein. Sicherheit muss sein. Oh, kannst du dich noch erinnern? Oh, Alter, schon wieder schlägt. Let the world know.
Platz, ne? Echt? Ja, weil ich das die ganze Zeit angespannt habe. Aber Easy hat einfach, egal, Vollgas, egal, Film, ja. Egal. Ach du Scheiße, ich würde sogar direkt nochmal machen, aber wir hatten leider nur eine halbe Stunde Zeit, aber dafür sind richtig krasse Aufnahmen entstanden, habt ihr ja gerade eben gesehen, Alter. Ja, jetzt sind sie nicht am Schlafen, jetzt sind sie wach. Ihr kennt sie ja noch. Was passiert wieder hier? Alter! Die Gang ist am Start. Alle haben mein T-Shirt an, außer ich hab der mit dem Sonnenbrand an den Nippeln. Die rote Sonnencreme muss einziehen, genau. Meine Sonnencreme vergessen. Fuck. Ich habe eine mit. Ah, Gott sei Dank. Vernünftige. Sie denkt an alles. Ja, bin ihr die Mutter. So, Freunde, jetzt sind wir wieder an einem anderen Ort. Wir machen jetzt hier richtig coole Shots. Die werden schon fleißig die Steine aufgesammelt. Das waren auf jeden Fall richtig krasse Aufnahmen, oh mein Gott. Wir gehen jetzt auf jeden Fall essen, ich habe auch schon ultra Hunger, auch schon voll am Zittern, weil ich so Hunger habe. Ach du Scheiße, Leute, was war das wieder für ein Tag, oh mein Gott. Also wenn ihr dieses Video bis hierhin geschaut habt, dann einfach nur Ehre, 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 weil ich habe echt lange für dieses Video gebraucht und oh mein Gott, heute ist so viel passiert, ach du Scheiße. Wir sind morgen früh Jetski gefahren, dann haben wir noch die ganze Zeit getourt, dann sind wir noch schnorcheln gegangen und da war noch so ein richtig heftiger Sonnenuntergang, den ich, by the way, nicht mitgefilmt habe. Man kommt irgendwie gar nicht hinterher, diese ganzen Sachen zu verarbeiten. Das ist so heftig alles, weil die war schon immer so ein Traumurlaub für mich. Und jetzt bin ich einfach hier. Was? Ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich dieses Video. Wenn du natürlich noch kein Abo da gelassen hast, dann lass jetzt gerne ein Abo da und werde ein Teil von der It's Me Army. Es lohnt sich wirklich. Einfach nur crazy. Einfach nur crazy. Wir sehen uns morgen wieder und tschüss.